So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben heute nämlich keine Zeit zum Kochen, wir kochen nämlich sowieso nie und deswegen habe ich gesehen, Pupsi hat letztens was mitgebracht und zwar Asia Green Garden. Das sind im Prinzip hier so Fertiggerichte, Asia Green Garden, einmal Curryhuhn, wie man hier sieht, zartes Hähnchenfleisch mit einer leckeren Currysauce mit Langkornreis. Ja, kennt ihr Sauce? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und neben dem Curryhuhn hat sie auch Huhn süß-sauer mitgebracht. Zartes Hähnchenfleisch in einer leckeren süß-sauren Sauce mit Langkornreis. Hä? Zartes in einer leckeren. Ist beides lecker. Currysauce und süß-saure Sauce. Also theoretisch ist das ja das gleiche Fleisch. Der Reis ist auch das gleiche. Alles ist das gleiche. Nur einmal Curry, einmal süß-sauer. Jetzt habe ich so ein Lifehack entwickelt. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, welches ihr essen wollt. Und wenn ihr sagt, wenn ihr das eine esst, dann habt ihr immer noch Hunger. 375 Gramm. Wenn ihr das eine esst, habt ihr immer noch Hunger. Macht einfach beide. Ich mache euch das mal vor. Ihr nehmt einfach eine Packung, macht die an der Seite hier so auf, tut das raus, dann sieht es aus wie im Krankenhaus, ja? Dann nehmt ihr die andere Packung, macht die auf, tut das raus, irgendwann, wenn ihr es aufhabt. Ah! Anni! So, ungefähr so. Jetzt könnt ihr eh nicht mehr unterscheiden, was ist. Das ist Curry, das ist süß-sauer. Da stecht ihr jetzt mit der Gabel rein, wie ein Bekloppter. Ich habe keine Gabel. Adi! Da stecht ihr jetzt mit der Gabel rein auf jeden Fall. Macht die warm und dann gucken wir mal, wenn es fertig ist, wie das schmeckt. So, die Pizza ist fertig, ne? In dem Fall die Hähnchenpizza, also nur das Hähnchen ohne Pizza, aber trotzdem, so sieht das jetzt hier aus. Das könnt ihr hin und her schwätzeln. Das ist das andere, das könnt ihr auch hin und her schwätzeln. Wir haben uns jetzt einen Löffel besorgt, wir haben uns eine Schüssel besorgt und jetzt kommt der tricky Teil. Ihr müsst das nämlich jetzt einfach so in die Schüssel so rein. Zack! Erst das Flüssige und der Reis hüpft automatisch hinterher. Das finde ich sehr schön. Das probieren wir hier jetzt gleich nochmal. Wir kippen das rein und der Reis. Los, Reis! Zack! Der Reis fliegt selbstständig hinterher. Ist das nicht schön? Das stellen wir mal hier hin. Vielleicht will der Adi da noch schlecken. Adi, nein! Adi, nein! Jetzt müssen wir das alles ein bisschen rummachen, weil der Reis ist ja heiß. Der Preis ist Reis. Auf jeden Fall, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wo der erste Klumpen aufgehört hat und der andere angefangen hat. Das ergibt ganz am Ende eine köstliche Mahlzeit, eine heiße, köstliche Reismahlzeit. Die können wir auch noch ein bisschen rummachen. Und da man von so Fertiggerichten ja nicht viel halten kann, was die Würze betrifft, habe ich gesehen, hier ist auch noch ein bisschen von dieser Flying Goose Chili Soße da. Damit das vom Boden aber rausgeht, habe ich jetzt einfach ein bisschen Wasser da rein. Das kippt man jetzt auch noch drüber, dass sie auch endlich weg kann in den gelben Sack. Ne? So, einfach mal hier die fliegende Ente. Eine fliegende Gans. Wir wollen ja den Leuten was beibringen. Und, boah, das riecht aber jetzt komisch. Jetzt machen wir das nochmal ein bisschen rum. Fliegende Goose. Einmal rumgerührt, jetzt ist es so rot wie die süß-saure Soße, obwohl das Curry ein bisschen die Farbe rausgenommen hat, haben wir das Rot jetzt einfach wieder zurückgebracht. Gleich kommt alles in Müll, also auch der Inhalt der Schüssel. Moment. So, noch zwei, dreimal schlotzen, dann müsste es eigentlich fertig sein. Ist eine Mahlzeit von nicht mal 5 Minuten. Jetzt habe ich 2 Minuten das eine drin gehabt, 2 Minuten das andere. Eine Minute Wasser hier reingefüllt.
Und schon ist es fertig. Könnt ihr probieren. Wie hieß das? Jetzt habe ich die Packung schon weg. Hähnchen Curry süß-sauer. Oder Curry-Hähnchen süß-sauer. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall Hähnchen Curry süß-sauer mit fliegender Gans. Was will man mehr? Jetzt müssen wir das aber noch probieren. So, einmal hier. Undefinierbarer Geruch. Richtig genial. Das sieht zwar aus wie hingeschissen, aber ich sag's euch, experimentiert ruhig mal. Gerade mit so Pframpf. Pupsi hat sich das nämlich gekauft. Pupsi hat gesagt, das schmeckt mir nicht. Warum kauft sie es dann? Weil es nicht schmeckt. Damit ich es dir mitbringen kann, dass du immer dicker wirst. Hat auf jeden Fall funktioniert, denn ich hau mir ja zwei Packungen mit einmal rein. Und ich muss sagen, es schmeckt wirklich nicht. Doch, nein, es schmeckt. Also diese... Och Adi, was machst du denn? Ich glaube, der Adi wollte helfen. Der wollte extra jetzt nachgucken, was auf den Packungen drauf stand, wie das hieß. Ne? Deswegen guckt er sich die Kartons an. Und ich muss trotzdem sagen, es schmeckt einfach. Der Reis, die Soße, die Schärfe ist da, das Süßliche ist da, die Currynote, alles querbeet durcheinander. Gibt auf jeden Fall eine schöne Portion, eine ordentliche Mahlzeit. Wird man auch satt. Das jetzt auf eine Pizza drauf, dann habt ihr die Hähnchencurry süß-sauer Pizza mit Chili-Soße. Das kommt aber das nächste Mal. Nee, Spaß, das mache ich nie wieder. Außer Pupsi bringt mal wieder sowas mit. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.